Hallo, mein Name ist Lea von der Victoria-Agentur. Ich bin angehende Psychologin und verknüpfe psychologisches Fachwissen mit zielgruppenorientiertem Marketing. Heute möchte ich dir in einem kurzen Video erklären, wieso das Rubicon-Modell für den Neumitgliederabschluss und für das allgemeine Zusammenarbeiten mit Menschen, die konkrete Ziele erreichen wollen, so enorm wichtig ist. Legen wir los. Das Modell unterscheidet zwischen vier Phasen. Eine Phase, in der man abwägt, plant, handelt und bewertet. Die haben auch noch super Fachbegriffe, aber die lasse ich heute einfach mal weg. Eigentlich geht es nur darum, wie sich die Person im Laufe der Zielerreichung entwickelt. Am Anfang möchte sie natürlich erstmal schauen, okay, wo will ich hin? Was wünsche ich mir? Wie motiviere ich mich, um ein mögliches Ziel zu erreichen? Welche Alternativen habe ich? Und wofür kann ich mich überhaupt begeistern? Was kommt für mich eigentlich in Frage? In der zweiten Phase geht es darum, wenn man dann ungefähr weiß, was das Ziel ist, dieses Ziel zu definieren. Man konkretisiert hier in diesem Schritt, man verpflichtet sich selbst, das Ziel auch umzusetzen, man passt die Umstände dementsprechend an, damit die Zielsetzung auch vonstatten gehen kann und man schaut, ob jetzt auch der richtige Zeitpunkt ist, um das Ziel erreichen zu können. In der dritten Phase geht es um die Zielerreichung. Hier kommt man wirklich ins Handeln und es geht darum, durchzuhalten, durchzuziehen, positiv zu bleiben und Umwege auszuhalten. In der letzten Phase geht es um das Bewerten. Man schaut sich rückblickend an, habe ich erreicht, was ich erreichen wollte? Waren meine Schritte zum Ziel hilfreich? Was hat mich vielleicht abgehalten? Und möchte ich das Ziel weiterhin verfolgen, verbessern, optimieren oder mir ein eventuell komplett neues Ziel setzen? Dieser Vorgang ist so unglaublich spannend für uns im Training und auch im Neumitgliederabschluss, weil wir hier genau erkennen, wo jemand steht. Wenn jetzt am Anfang jemand eine Werbekampagne anklickt, dann befindet er sich in der Zielsuche. Er guckt, okay, was möchte ich überhaupt? Welche Alternativen gibt es? Was gibt es auf dem Markt? Wofür kann ich mich entscheiden? Was wünsche ich mir? Und das ist genau die Phase, wo wir einhaken. Und es geht jetzt für uns speziell darum, diesen Rubikon, das ist übrigens ein Fluss, der in der Geschichte ziemlich wichtig war, der ist in Italien. Da ging es auch darum, dass man diesen Fluss überwinden musste und das ziemlich wichtig war. Um diese Überwindung geht es auch hier, denn wir wollen ja dafür sorgen, dass die Person sich letztendlich dafür entscheidet, bei uns langfristig zu trainieren. Und dafür sind natürlich erstmal ein paar Na Maßnahmen zu treffen, damit die Person auch bereit ist, sich für dieses Ziel zu entscheiden und dann in die konkrete Planung zu gehen. Hier habe ich jetzt noch einmal ein paar extra Dinge ergänzt in der Darstellung. Da habe ich quasi ein bisschen abgewandelt. Und zwar haben wir es hier mit Motivation und Volition zu tun. Motivation kennen viele von euch. Das ist einfach nur, dass ich mich motivieren kann, dass ich dranbleibe. Aber das ist erstmal nur ganz alltagspsychologisch, also für den Laien so ausgedrückt. Eigentlich unterscheiden sich Motivation und Volition dadurch, ob man etwas, wenn man es nicht schafft, nicht kann, weil man es nicht will oder weil man es nicht kann. Wenn dir die Motivation fehlt, dann ist es so, dass du eigentlich könntest, aber du willst nicht. Und wenn du ein volitionales Problem oder eine Herausforderung hast, ist es so, du würdest eigentlich schon gerne, das heißt, du bist ja grundsätzlich dabei und willst es umsetzen, aber du kannst nicht. Also wirst verhindert, durch zum Beispiel äußere Umstände. Und diese zwei Phasen finden wir jetzt hier in dem Modell. Und zwar haben wir die Volition zwischen den gelben Balken, also beim Planen und Handeln, und die Motivation haben wir in den äußeren beiden Bereichen. Wieso ist das so? Wenn wir am Anfang stehen, dann ist es ja so, dass wir erstmal generell gucken, wir haben die Motivation, also sind dazu bewegt, etwas zu unternehmen. Wir denken uns aber auch, okay, wenn jetzt ein paar Hindernisse kommen, ich habe ja noch nicht so konkret entschieden und weiß auch nicht so genau, wo ich hin will, dann lasse ich es halt. Das ändert sich allerdings, wenn wir den Rubikon überschreiten und dann in den volitionalen Teil übergehen, weil es hier jetzt nicht mehr darum geht, was vielleicht möglich ist oder nicht. Man könnte auch sagen, es ist so eine Art Gewohnheit entstanden. Man hat sich
die Idee, man hat die priorisiert, sie ist jetzt wichtig, man weiß genau, wo ich hin will, man weiß vielleicht auch, welche Schritte man eingeht und kann dann dementsprechend handeln. Man ist quasi so ein bisschen im Autopiloten. Und wenn es hier jetzt in dieser inneren Phase, der volitionalen Phase zwischen den gelben Balken, zu Unterbrechung kommt, ich sag mal, einem Beinbruch oder so, dann sind das eben Umstände, die von außen kommen. Aber hier geht es eigentlich nicht mehr darum, habe ich jetzt Lust oder nicht, sondern ich bin wirklich fest dazu entschlossen. Natürlich kann man mal krank werden, ist klar. Aber hier hat man kein Problem mehr, ich sag mal, ins Fitnessstudio zu fahren, weil man bereits eine Entscheidung getroffen hat. Wenn man jetzt das Ziel auswertet, dann befindet man sich wieder in der motivationalen Phase, weil man natürlich hier wieder guckt, okay, was will ich jetzt? Richte ich mich neu aus? Bleibe ich dabei? Und in diesen motivationalen Phasen müssen wir die Leute abholen. Weil wenn wir sie da nicht abholen, dann verlieren sie die Motivation entweder komplett oder motivieren sich für was anderes, was wir ja nicht so gerne wollen. Und wenn wir sie erstmal in der volitionalen Phase haben, also in der mittleren, dann ist es eigentlich alles entspannt, aber da müssen wir sie erstmal hinbekommen. Ich hoffe, das war nicht ganz zu verwirrend. Falls du noch Fragen hast, stell sie mir gerne. Ich danke dir fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.